Es basiert alles immer nur auf dem Wissen. Wenn Menschen sagen, ne, ich kann aber nicht, dann ist das nur, weil sie es nicht lernen. Das ist es ja. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, das ist völlig irrelevant, weil es wird kommen. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben entweder die Möglichkeit, wie immer. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Heute ein Video zur finanziellen Intelligenz. Es ist so ein komplexes Thema. Ich versuche es wirklich kurz zu machen, weil das, was ihr heute hören werdet, hört ihr in keiner Ausbildung, in keinem BWL-Studium, nicht in der Schule und nirgendwo. Und man muss sich fragen, ist das nicht krass, dass ich darüber nie was erfahren habe? Es ist so krass. Hier in Dubai, da ist das höchste Gebäude der Welt und da hinten spiele ich gleich Basketball. Guck unbedingt auf Instagram vorbei, da habe ich ein kleines privates Reel hochgeladen. Guck's unbedingt an. Und ganz wichtig, guck unbedingt das Video, was ich jedes Mal in die Kommentare angepinkt verlinkt habe. Guck das Video an, es ist so wichtig. Trag dich ein, weil ich schreibe dir später eine E-Mail, okay? So, jetzt starten wir mal direkt los. Und zwar, wir können, egal ob es Metaverse ist, egal ob es Tennis ist, Tischtennis, egal ob es dein Job ist, wir können entweder immer in der Struktur im System bleiben, das, was wir vom Kindergarten an lernen, sei ein Hamster, sei ein Teil vom Hamsterrad, sei ein Rädchen vom größeren Rad. Ich habe schon gesagt, Rente, guck auch deinen Rentenbescheid. Wir werden höchstwahrscheinlich 50% sicher unter 1000 Euro Rente bekommen. Das ist in 10 Jahren ist das vergleichbar mit 500 Euro. Damit kann man keine Miete bezahlen, damit kann man gar nichts machen. So, also wenn wir auf den Rentenbescheid gucken, werden wir dazu ausgebildet, für eine Firma ein Leben lang zu ackern, einen Job, den wir nicht mal mögen, um dann in Armut die letzten 20 Jahre unseres Lebens zu verbringen. Das ist Kacke. Und keiner sagt dir oder keiner versteht das, weil das nicht im System beigebracht wird. So. Wie kann ich jetzt mit der gleichen Sache, egal ob es Tischtennis ist, ob es Metaverse ist, ob es dein Bürojob ist, wie kann ich mit der gleichen Sache entweder Millionen verdienen und reich werden? Cecil, ich möchte gar keine Millionen verdienen, weil ich möchte mir nicht gesundes Essen kaufen und auch keine Sicherheit haben für meine Familie. Weil ich habe gehört, wenn man reich ist, ist man voll der schlechte Mensch. So, man kann mit allem entweder Geld verdienen oder halt in Armut enden. Und das besprechen wir. Wir müssen immer diese 4 Punkte verstehen. Und das ist so schwer, weil auf Instagram sage ich es jeden Tag und trotzdem kriege ich die Fragen. Und ich weiß, dass fast niemand diese 4 Punkte wirklich tief verinnerlicht hat. Das ist einmal nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen. Dann ist es zum zweiten skalieren können. Dann ist es zum dritten ortsungebunden arbeiten können, irgendwo auf der Welt, egal. Und viertens ist es keine Termine vordiktiert zu bekommen. Okay? Den Job, den wir haben, normal im Hamsterrad, egal welches Studium, egal was, trifft alle 4 Punkte. Wenn nur einer von den 4 Punkten drin ist, kann man nicht frei sein. Und deswegen besprechen wir das heute. So, jetzt machen wir mal Beispiele. Wir kommen gleich aufs Metaverse und auf diese Sachen. Aber wir gehen mal mit dem Beispiel vom Stift. Okay? Es wird ein Stift verkauft. Da kannst du entweder in einem Drogeriemarkt arbeiten als Stiftverkäufer. Okay, dann hast du diese ganzen Punkte. Dann hast du Zeit gegen Geld. Du hast einen Arbeitgeber, der dich auszahlt. Dann hast du Termine, die du vordiktiert bekommst. Öffnungszeiten, du musst hingehen. Du machst diese ganze Palette, die praktisch im Hamsterrad ist. Und bist nicht ortsgebunden und kriegst Termine vordiktiert. Kannst nicht skalieren, weil du kannst zwar 5 Stunden mehr arbeiten am Tag, aber du kannst ja nicht 100 Stunden mehr am Tag arbeiten. Das heißt, komplett im Hamsterrad. So, dann haben wir die nächste Stufe praktisch. Wir hätten einen Ladenbesitzer. Sagen wir mal, du sagst, okay, ich mache einen Laden auf, ich will nicht mehr für irgendjemand da stehen und die Stifte verkaufen oder egal was verkaufen. Deine Firma verkauft irgendwas, weil es gibt keine Firma, die nichts, irgendwas muss man ja verkaufen, ob es eine Dienstleistung ist, ob es ein Produkt ist, irgendwas verkauft man. So, dann der nächste Schritt ist, du sagst, na, ich habe keinen Bock mehr für den Chef, der nervt mich, ich mache selber meinen Laden auf. Okay, dann habe ich Zeit gegen Geld. Naja, ich habe schon dann Mitarbeiter, die tauschen ja auch Zeit gegen Geld. Also selbst wenn du nicht selbst Zeit gegen Geld tauscht, deine Mitarbeiter können nur so und so viele Kunden bearbeiten in der und der Zeit. Okay, dann ist man natürlich ortsgebunden, weil man hat den Laden dann, keine Ahnung, da. Und man kriegt auch Termine vordiktiert, weil man hat dann Öffnungszeiten, an die muss man sich halten und so weiter. Du hast halt mit dem gleichen Stift, den du verkaufst, schon ein bisschen mehr Freiheiten, aber noch nicht wirklich. Du bist immer noch im Hamsterrad. Dann haben wir die nächste Stufe. Dann haben wir die Stufe, wo ich sage, okay, nein, ich koppel mich komplett ab. Ich mache ein Online-Business auf und viele meiner Kunden haben genau das gemacht, genau mit Stiften. Also ich weiß ganz genau, wovon ich rede.
So. Du verkaufst den gleichen Stift, aber verkaufst ihn nicht mehr im Geschäft, wo nur 100 Leute am Tag reinspazieren können, sondern du sagst, nein, ich verkaufe es weltweit. Ich verkaufe meine Stifte, egal ob es Kabel sind. Ich habe einen Freund, der verkauft Kabel, macht 33 Millionen Umsatz im Jahr. Ich verkaufe diesen Stift jetzt online über Dropshipping, über E-Commerce, über einen eigenen Shop, was auch immer. Ich verkaufe den weltweit. Und was macht das? Ich verkaufe auch einen Stift, aber ich habe nicht mehr Zeit gegen Geld und ich kann skalieren. Warum ist es nicht mehr Zeit gegen Geld und warum kann ich skalieren? Weil wenn ich eine Werbung schalte und sagen wir mal, 10 Leute kaufen den Stift an einem Tag, ja, dann ist gut. Aber ich könnte die Werbung besser schalten, mir mehr Wissen ansammeln. Wie schaffe ich es, dass nicht mehr 50 Leute in meinen Laden reinspazieren oder dann online, ist ja ein Laden vergleichbar mit einem, ja, mit einem Shop, mit einem Online-Shop. Das heißt, wie schaffe ich es, dass nicht mehr 50 Menschen reinspazieren, sondern wie schaffe ich es, dass auf einmal 50.000 an dem Tag mein Produkt sehen und kaufen können. So, das heißt, ich kann skalieren von jeden Tag kaufen 10 Leute einen Stift zu jeden Tag kaufen 50.000 Leute einen Stift. Das funktioniert. Ein Kunde von mir hat damit Häuser in Hamburg gekauft, auf Ibiza gekauft und so weiter und so fort. So, bist du an einen Ort gebunden? Nein, du kannst dieses Geschäft von überall auf der Welt machen. Bist du an Termine gebunden? Nein, du hast keine Öffnungszeiten. Du hast einen Shop, der läuft, du hast Automatismen, die laufen und du bist nicht mehr gebunden an irgendwelche Termine, die einem vordiktiert werden. Und dann bist du praktisch befreit aus diesem Hamsterrad, weil du hast niemanden mehr, der dir irgendwas vorschreibt. Du hast niemanden mehr, der dir Termine vordiktiert. Du hast das alles laufen und es ist frei von diesen 4 Punkten. Also wir müssen immer verstehen, auf welcher Ebene arbeiten wir eigentlich? Und es immer abgleichen mit diesen 4 Punkten. So, und man könnte sogar noch darüber einen Schritt hinausgehen und sagen, okay, irgendjemand verkauft jetzt diesen Stift. Was ist denn das für eine Firma? Dann gucke ich mal, ob ich in diese Firma investiere. Das ist noch eine andere Ebene. Da, wenn du zum Beispiel 1997 1000 Euro in Apple und in Amazon gesteckt hättest, hättest du jetzt 2 Millionen. Wie ist das hier? Man kann gar nicht reich werden. Geht gar nicht. 12-Jährige verkaufen NFTs und verdienen in 2-3 Monaten 400.000 Dollar. Wenn 10-Jährige, 12-Jährige das können, dann kann das jeder. Wenn man 1.000 Euro in Apple und in Amazon gesteckt hätte, hat man 2 Millionen heutzutage. So, also es ist nur immer, es basiert alles immer nur auf dem Wissen. Wenn Menschen sagen, na, ich kann aber nicht, dann ist das nur, weil sie es nicht lernen. Das ist es ja. So, weil die Menschen, die erfolgreich sind, die machen ja nichts anderes. Die sind ja nicht stärker, hübscher, haben einen höheren IQ oder sonst was. Die wissen nur Sachen. Und damals, ja, das heißt, die könnte man aber nicht wissen mit Apple und Amazon. Doch, damals hat man gesehen, dass das Unternehmen sind, die eine Zukunft haben. So, aber wie dem auch sei, man könnte also noch eine Stufe darüber gehen und irgendwo investieren. Aber das kann man nicht kontrollieren. Und das ist genau der Punkt. Deswegen ist das sehr wichtig. Was hat das jetzt mit dem Metaverse zu tun? Ganz einfach. Wenn du für Facebook zum Beispiel nicht bezahlst, dann heißt das, dass du das Produkt bist. Mit dem Metaverse, es wird alles kommen, wir werden alles, ich meine, das Metaverse ist jetzt schon da, weil Zoom-Calls oder diese ganzen Sachen, wo ich mit Menschen aus überall aus der Welt sprechen kann, über Videotelefonie und so, das gab es früher nicht. Früher gab es einen Fax, das war schon, hey, die Revolution hoch 20, hast einen Fax bekommen. So. Und heutzutage, das Metaverse ist eigentlich schon da und es wird noch viel krasser und jetzt, wo Facebook reingeht, sich Meta nennt und wo wir arbeiten werden auch im Metaverse. Ich meine, ein Zoom-Call ist auch schon Arbeit im Metaverse. Aber dann wird es Welten geben, wo wir einfach reinkommen mit unserem Avatar, wo wir dann sagen, okay, ich bin der coole Dinosaurier und dann gehst du da als Dinosaurier rum und fährst natürlich einen Rolls Royce, weil du denkst, hey, in dieser ätzenden Welt hier, ich sitze zu Hause im Beep Down, kein Bock mehr, ich gehe lieber ins Metaverse, da bin ich ein cooler Typ, da fahre ich einen Rolls Royce, da sehe ich geil aus oder was auch immer. So, und da trifft man sich dann, da arbeitet man, da ist dann Metaverse, keine Ahnung, Miami und du kaufst dir, Leute verkaufen Wohnungen in Miami, also in dieser Wilder World heißt das, da ist Miami nachgebaut im Metaverse und die Wohnungen da kosten mehr als Wohnungen in der Realität und die Leute
kaufen das. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, das ist völlig irrelevant, weil es wird kommen. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben entweder die Möglichkeit, wie immer im Leben, versklavt zu werden oder Nutzen daraus zu ziehen. So, und jetzt beim Beispiel Metaverse. Wenn ich dann den ganzen Tag auf Facebook bin, wenn ich den ganzen Tag im Metaverse irgendwo in Miami rumspaziere, wenn ich Konsument bin, dann werde ich damit versklavt werden, weil man ist, wenn man das nutzt, das Produkt. So, das ist mit Stiften, mit egal was man verkauft. Man hat immer die Möglichkeit, entweder man ist selber das Produkt, man endet in der Versklavung, man wird die letzten 20 Jahre seines Lebens in Armut enden, guck auf den Rentenbescheid und sag mir, dass es nicht so ist. So. Oder man versteht, in welcher Ebene man sich befindet und man eignet sich das Wissen an, damit man in die nächste Ebene kommt, um dann aus dem Hamsterrad rauszukommen mit diesen vier Punkten. So, und mit dem Metaverse auch. Ich meine, ich bin nicht in NFTs, weil ich nicht genug Zeit habe, mich da genug reinzufuchsen, weil da musst du schon 3, 4, 5 schon jeden Tag genau gucken, was für NFTs, was da, du musst dich auskennen mit den Sachen. So, deswegen ist das Wissen ansammeln so wichtig. Deswegen bin ich nicht in NFTs, weil ich jetzt nicht genau weiß, oh, welcher Bored Ape Club, keine Ahnung, geht da hoch, runter oder wie auch immer. Aber NFTs, das ganze Feld ist sowieso viel größer. Da wird man später Konzerttickets und alles möglich. Das ist viel größer als nur irgendwie es wurde ein Stein-NFT verkauft. Also auf dem Bild ist ein Stein zu sehen. Für, ich glaube, 2 Millionen oder 1 Million Dollar oder so. Es ist so krass. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, kann ich das nutzen? Kann ich mich ja da erkundigen, Wissen ansammeln, wie ich zum Beispiel Land im Metaverse kaufe? Habe ich nicht gemacht. So, die Preise haben sich schon verzwanzigfacht. Weiß ich zum Beispiel, welche Plattform gut ist allgemein in dem ganzen Gaming-Space wie Engine oder wer weiß was. Kenne ich die verschiedenen Produkte, kann ich da investieren? Und da ist es genau wie mit dem Stift investieren. Das ist investieren, wo ich nicht weiß, ob es hoch oder runter geht, weil ich bin da abhängig von der Firma. So, kann ich in dem Metaverse was kaufen? Kann ich die Wohnung vielleicht später verkaufen? Kann ich die vermieten? Es gibt im Metaverse schon Firmen, die sorgen dafür, dass deine Werbung im Metaverse ausgespielt wird und dafür zahlst du. Weil im Endeffekt ist es egal, ob du hier in Dubai lang gehst und eine Werbung siehst von irgendeiner Firma oder du gehst im Metaverse lang und siehst eine Werbung von irgendeiner Firma. Es ist egal, weil in deinem Kopf kommt an, ah, die Firma, das Getränk, oh, hätte ich jetzt auch Lust drauf. Und das ist das, was relevant ist, nicht ob es im Metaverse oder in der realen Welt ist. So, und das wird alles passieren und das ist halt so wichtig, diese finanzielle Intelligenz sich zu entwickeln, anzueignen. Verschenke ich jeden Tag 1000, jeden Monat 1000 oder 1500 Euro Miete, die sicher nicht zurückkommen. Spare ich Geld, was sich in nicht mal 100 Jahren also aufgelöst hat. Also 98% weniger Kaufkraft von dem Geld. Investiere ich da, halte ich mein Geld in bar oder stecke ich das zum Beispiel lieber in eine Immobilie, die hoch, hoch, hoch geht. Also mein Geld, was ich auf der Bank hat, geht runter, runter, runter und eine Immobilie, in die ich investiere, geht hoch, hoch, hoch. Aber die Leute sagen, nee, ich investiere nicht. Man verschenkt lieber 1500 Euro. Die Leute kaufen sich lieber ein Auto, was jeden Monat an Wert verliert, anstatt irgendwo zu investieren, was an Wert einen Zuwachs hat. So, und das sind die ganzen Sachen, wo es um finanzielle Intelligenz geht, wo man heutzutage nicht mehr sagen kann, ich kann aber nicht irgendwie Geld haben. Doch, kann man. Wenn das ein 12-Jähriger in 3 Monaten schafft, 400.000 Dollar zu verdienen, dann kann das jeder schaffen. Wenn eine Aktie von Apple und Amazon von 1.000, 2.000 Euro investiert auf 2 Millionen hochgeht, das kann jeder schaffen, sich 2.000 Euro zur Seite zu legen. Und das Wichtigste, und das ist der größte Hebel, und das ist das, was mich am meisten nervt, weil es wirklich keiner versteht. Der größte Hebel ist immer das eigene Wissen. Ich sage das auf Instagram jeden Tag 50 Mal. Das Wissen ist der größte Hebel. Kriege ich 80 Mal die Frage, soll ich jetzt in Shiba Inu investieren?
Nein, in deinem Wissen. Okay. Deswegen guck unbedingt das Video unten in, was sich angepinnt hat extra. Das Wissen, Wissen, Wissen holt einen aus dieser Versklavung raus. Okay? Das war's erstmal für heute. Like natürlich das Video, teile das Video gerne, abonniere den Kanal. Das war's für heute. Und guck auf Instagram vorbei. Bis dann, euer Coach Cecil. Coach Cecil, der Gründer von Matrix-Prinzip, wurde in seiner Kindheit ausgelacht, gedemütigt und rassistisch gemobbt. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und hatte alles andere als rosige Zukunftsaussichten. Doch dann entdeckte er den wissenschaftlich gesicherten Weg zu dauerhaftem Erfolg. Die Umprogrammierung des retikulären Aktivierungssystems. Mit dieser Erfolgsmethode schaffte er es nachfolgend 6-mal, sein Hobby zum Beruf zu machen. Und nicht nur er, sondern auch tausende Teilnehmer im Matrix-Prinzip. Wie er das geschafft hat, erfährst du im unten verlinkten Video.